Servus, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. von uns. Ich habe mich jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr so in einem Vlog gemeldet. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr auf jeden Fall in einem weiteren Video, denn das würde jetzt hier einfach total den Rahmen sprengen. Heute steht einiges an. Zum einen muss ich für den Kleinen in den anderen Kindergarten gehen und da schauen, ob er da dann ab September quasi einen Platz bekommt. Dann ist die Bude mal wieder dran, die muss aufgeräumt werden, denn das habe ich jetzt aktuell einfach total schleifen lassen. Und wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr dann auch in dem Video, denn das Ganze hängt irgendwie miteinander auch zusammen. Und dann müssen wir noch mit dem Remi zum Tierarzt gehen. Der hat irgendwelche kleinen Tierchen. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir sollten es uns doch mal angucken. Und ja, also wir haben schon so ein Flohhalsband an ihn dran gemacht, weil wir eigentlich gedacht haben, dass es vielleicht Flöhe oder irgendwie sowas ist oder sein könnte. Aber das hat leider nichts gebracht, denn die Tierchen, die krabbeln trotzdem noch auf ihm herum und vermehren sich. Und da müssen wir jetzt einfach mal abchecken, was genau da denn ist. Und ansonsten lasst euch auf jeden Fall überraschen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ihr wundert euch bestimmt, warum ich heute Morgen so entspannt bin. Dann gehe ich jetzt ins Badezimmer rein. Ich hatte eigentlich der Großen gesagt, sie soll bitte noch die Tür zumachen. Nicht die Tür, nein. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll noch das Fenster zumachen. Dreimal dürft ihr raten, was natürlich nicht so gewesen ist. Bingo, das Fenster. Bedeutet, wir haben jetzt hier schmucke 15 Grad. Und ich darf mir jetzt in diesem 15 Grad kalten Badezimmer die Zähne putzen, aber ich finde meinen Aufsatz nicht. Also doch. Ja, ich bin voll entspannt heute Morgen. Nachdem ich jetzt den Aufsatz gefunden habe, werde ich jetzt erstmal Zähne putzen und dann werde ich vielleicht die Küche noch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, die Spülmaschine ist gelaufen, dann kann ich die nämlich ausräumen. Und dann steht eventuell auch irgendwann mal der Kleine auf. Der hat nämlich heute frei. Im Kindergarten ist nämlich Teamtag oder glaube ich sowas in der Art. Das ist heute und morgen, deswegen hat er da heute und morgen frei. Und da mein Mann krankheitsbedingt aktuell eh zu Hause ist, ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt in dem Sinne. Denn ja, dann kann ich in aller Ruhe nämlich zu dem Kindergarten hin. Und ich muss mich auch langsam fertig machen, denn wir haben jetzt schon 8 Uhr und um 9 Uhr ist der Termin. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich möchte lieber ein bisschen früher fertig sein. Eigentlich müsste ich auch noch die Haare kämmen, aber ich lasse jetzt mal so zu einem Dutt. Ich habe mich heute früh auch noch frisch geduscht. Jetzt mache ich mich erstmal fertig und danach werde ich mich um die Küche kümmern. So, ich habe hier aktuell übrigens diese total nervige Beppen- bzw. Lippenherpes. Das riecht mich total auf. Das ist jetzt, glaube ich, die erste in dem Jahr. Ich habe übrigens gestern und vorgestern, ich weiß nicht wieso, aber in letzter Zeit, da häufen sich einfach die Hate-Kommentare. Ich habe keine Ahnung, warum. Und auf der einen Seite kommt dann, ja, was für einen IQ muss man denn bitte haben, wenn man mit Kühlschrankvideos sein Geld verdient? Naja, kann man jetzt positiv und negativ sehen. Also, ich sehe es jetzt mal nicht allzu negativ, bin ich ganz ehrlich. Und dann, das fand ich ja auch so genial. Ich habe bei Barbara Sophia, heißt sie, die hat ja jetzt ein Kind bekommen, da habe ich einen Kommentar unter ihr Video getan, weil sie gemeint haben, ja, sie nutzen jetzt aktuell HelloFresh, weil es mit dem Kind einfach ein bisschen ja, bequemer ist, sage ich ja mal. Zwecks Essen und da muss man nicht so viel planen. Ich meine, ganz ehrlich, im Wochenbett, ich glaube, da hat man auch Besseres zu tun, als einen Wochenplan zu erstellen und zu kochen. Da will man eigentlich nur die Zeit mit dem Kind genießen. Und ich habe dann halt einfach drunter kommentiert, weil ich mir gedacht habe, okay, ich schreibe es jetzt einfach mal. Ist ja an sich auch nichts Schlimmes dabei. Und habe dann drunter kommentiert, ja, also wir machen es halt so, dass ich den Einkauf online tätige und mein Mann muss ihn dann bloß noch abholen beim Rewe. Und dann, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt, aber dann hat jemand auf jeden Fall kommentiert, ja, ist dein Mann zu blöd, einen Einkaufszettel zu lesen? Und ich dachte mir nur so, wie kommt man jetzt halt von Zeitersparnis auf, ob der Mann zu blöd ist, einen Einkaufszettel zu lesen? Ich verstehe das nicht. Ich werde, glaube ich, die Menschheit generell niemals verstehen. Das ist einfach nur dämlich. Ja, bist du wach, mein Schatz? Ja. Ja? Ich bin im Badezimmer. Guten Morgen. Willst du gleich Zähne putzen? Ja. Ja? Nicht heute.
Nein, heute ist keine Kita. Heute hast du frei, mein Schatz. Hä? Hä? Ja. Ich heute frei. Ja, du hast heute frei. So, mit. Ach, sind Tiger und Hundi auch mit am Start? Sollen die auch Zähne putzen? Oder soll ich die weglegen? Ich glaube nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Nur eins. Nur eins? Schau mal, wir tun den Hund immer hier drunter. Der passt da wenigstens auch drunter. Der ist nicht so groß. Oh. Ich weiß es. Ja, Moment, jetzt müssen wir. Darf die Mama nachputzen? Ja? Okay, komm. Oh, die Morgen. Seid ihr schon alle wach? Noch nicht. Noch nicht? Guten Morgen. Seid ihr jetzt wach? So. Okay, und jetzt die Hinteren. Guten Morgen. Da ein Stern. Ein Stern drauf, ja. Ja, komm, Kopf hier hoch. Was machst du denn jetzt? Ich auch gerne gehen. Wieso denn? Aber ich darf dir trotzdem noch die Zähnchen putzen. Guten Morgen. So, warte kurz, ein bisschen nach hinten, Schatzi. Ah, guten Morgen, liebe Backenzähnchen. Seid ihr wach? Ja. Okay, und jetzt die unteren noch, gell? Da unten? Wo? Ja, da unten, ja. Guten Morgen. Seid ihr wach? Da drüben oben. Ja, was ist denn da? Da Creme oben. Ach, da ist eine Creme oben, stimmt. Ja. Guten Morgen, liebe Backenzähne. Seid ihr auch wach? Ja. Okay, und jetzt noch die da hinten, gell? Guten Morgen. Nein, nicht beißen, Schatzi. Was heißt denn der? Nein, mach mal auf, mach mal auf. Ah, okay. Und schrub, 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 und schrub, 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 und schrub. Guten Morgen. Was du machen? Mama versucht gerade hier. Ah, jetzt hat er. Gucke zu bauen. Und dann können wir die ganzen anderen Sachen hier mal aufräumen. Ja. Abendessen? Wir machen jetzt noch kein Abendessen. Bisschen dauert. Ein bisschen dauert es noch, ja. Ein paar Stückchen noch. Wir können heute Abend die Enchiladas dann machen. Kamera ausgeht. Die ist an. Willst du sie diesmal mit Hackfleisch machen? Was? Willst du sie diesmal mit Hackfleisch machen? Ja, kann ich machen. Erstmal nur das. Die Schüssel kannst du danach holen. Ich muss unbedingt wieder solche Pflasterchen besorgen. Mhm. Da ist der Kükenklingel. Mhm, dass die ganze Nacht an sein musste. Das war nicht schön, kleiner Mann. Hm? Ja? Lass mal wieder aus, bitte.
Dankeschön. Das sind Nudeln. Nudeln machst du da gerade. Ich hab das Teilchen gefangen. Ich brauche noch mehr Nudeln. Du brauchst dein Cookit auch mal, kleiner Mann. Und das Chaos muss mir aufräumen. Nein. Doch. Liegt da eigentlich eine Strumpfhose, kleiner Mann? Hä? Deckel zu? Ist gut, Riemi. Wo ist denn, gibst du mir mal bitte einen blauen Stein? Ja. Wo ist denn ein blauer Stein? Da. Gibst du mir den mal bitte? Ja. Prima, okay. Und jetzt möchte ich einen grünen Stein bitte haben. Ich will nicht böse. Ja. Das da? Nee, das ist braun. Das da? Das ist ein grüner Stein, genau. Dann machen wir es jetzt einfach mal kurz so. Ich bin jetzt wieder zu Hause von dem Termin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht gewesen von dem Kindergarten. Also damit habe ich nicht gerechnet. Wir mussten noch eine Gebühr bezahlen von 50 Euro dafür, dass wir ihn da anmelden konnten. Also voranmelden. Wenn er genommen wird, kriegen wir sie wieder zurück. Und wenn sie absagen würden, dann würden wir sie auch wieder zurückbekommen. Allerdings, wenn ich jetzt selber absagen würde, dann würden wir die Gebühr nicht rückerstattet bekommen. Kenne ich so nicht, hatte ich so nicht. Was ich auch richtig heftig finde, die Kinder müssen windelfrei sein. Und wenn sie das halt nicht sind, dann bepinkeln sie sich. Okay, finde ich jetzt pädagogisch betrachtet nicht unbedingt so wertvoll. Man kann es mit Sicherheit auf eine andere Art und Weise auch machen. Aber ja, so ist es halt einfach bei denen geregelt und da muss man sich dann dementsprechend fügen. Bei dem aktuellen Kindergarten, wo er jetzt ist, da ist leider kein Platz. Also das haben sie uns schon zugesichert, dass da eben kein Platz sein wird. Und deswegen müssen wir uns einfach umgucken. Sehr schade, weil der ist super. Der ist einfach sehr modern auch, sehr schön eingerichtet. Und ja, bei dem aktuellen, wo er jetzt ist, ist nämlich auch ein männlicher Erzieher, was ich persönlich sehr schön finde. Denn er ist irgendwie sehr auf Männer fixiert, was es angeht. Also er ist ja auch volles Papakind. Und das ist dann halt quasi, also der Erzieher ist dann quasi seine Bezugsperson. Und bei dem neuen Kindergarten, da wäre dann leider keiner da. In der Krippe oben ist jemand, der ein Praktikum macht, aber ein fester Erzieher ist da leider nicht. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich denke auch, dass andere Kinder mit Sicherheit von männlichen Erziehern profitieren würden. Da könnte man vielleicht auch mal, es gibt ja auch so eine Frauenquote, die man haben muss in manchen Branchen. Und dann wäre es eine Männerquote eigentlich auch mal nicht so verkehrt in manch anderen Berufen. Naja, ich werde jetzt hier noch die Küche ein bisschen aufräumen müssen. Also schaut, wie gesagt, wieder ein bisschen aus. Das hatten wir jetzt runtergetan, weil wir gefrühstückt hatten, beziehungsweise mein Mann und der Kleine haben hier gefrühstückt. Und so ansonsten, ja, schaut es eigentlich ganz gut aus. Ich habe heute früh die Spülmaschine einmal ausgeräumt und ja, das da hinten, entweder das mache ich mir jetzt zum Mittagessen oder der Kleine und dann räume ich hier jetzt einfach so ein kleines bisschen auf, zumindest in der Küche. Dann habe ich eigentlich noch vor, das Wohnzimmer zu machen. Ist jetzt zumindest so der Plan, aber jetzt mache ich erstmal das Zeug hier. Ich das Eier machen. Das ist ein Champignon, Schatz. Schatz, willst du auch ein bisschen baken? Okay. So, wir haben jetzt halt etwas gegessen und mein Mann hat sich jetzt auch hingelegt. Er ist sehr müde. Ich habe mir hier übrigens eine Creme jetzt auf die Beppen da drauf gemacht, in der Hoffnung, dass sie dann auch verschwindet. Zumindest ist der Juckreiz jetzt halt verschwunden. Und Eier erst. Wir haben Eier gegessen, genau. Ich auch. Du auch? So, und ich würde jetzt einfach mal die Zeit nutzen und ein bisschen aufräumen. Wo sollen wir denn anfangen, kleiner Mann? Wo möchtest du anfangen mit dem Aufräumen? Da unten. Da unten, also im Wohnzimmer. Ich habe auf jeden Fall ganz schön viel Dreck gemacht und habe mich total voll gekleckert. Ich werde jetzt dann erstmal hier das zumachen. Und, kleiner Mann, wir müssen noch in den Keller und die Wäsche einschalten. Ich auch. Machen wir das als erstes? Ja. Gehst du mit? Ja. Das soll der Ausschalten ziehen. Ja. Super. Das ist ein Handtuch. So, schau mal. Jetzt müssen wir jetzt alles da reintun. Ich? Machst du das? Schaffst du das? Ja. Eine Jacke. Eine Jacke ist das, ja. Papas Jacke. Ist es Papas Jacke? Mhm. Echt? Bist du dir da ganz sicher? Mhm. Na dann. Oh Gott, haben wir hier unten noch Müllbeutel? Machst du mal weiter, kleiner Mann. Ich bin gleich wieder da. Ja. Thank you.
kurz. Ja, komm, alles rein. Okay. Hier unten sind leider keine Möbel. Alles rein. Da rein, Schatzi. Eine Dusche. Das ist eine Dusche, richtig. Jesus Dusche. Das ist unsere Dusche. Unsere Dusche. Genau. Genau, das ist noch ein super. Mein Pullover. Dein Pullover, genau. Was das ist. So, schau mal, noch eine Kugel da noch rein. Weißt du, Kugel? Und zumachen, zudrücken. So. Schau mal, das ist so wie deine Waschmaschine. Da müssen wir jetzt hier oben ein Pulver reintun. So. Ja. Und dann zumachen. Machst du es zu? Ja. Okay. Und dann müssen wir, warte. Tu mal deine Fingerchenlampe weg. Einschalten. Machst du es? Und drücken. Mitte. Super. Okay, warte. Halt. Jetzt hast du Zeit vorbeigewählt, Schatzi. Warte ganz kurz. 30 Grad, das passt alles. Dann kannst du hier auf Start drücken. Ja. Da, genau. Und fertig. So. Und dann gehen wir wieder hoch. Ja. Beziehungsweise, warte kurz. Wenn wir eh schon hier drunten sind, dann kann ich den Keller gleich mal zeigen. Ich bin erstmal hochgekommen. So. Wir haben hier unten noch extremes Chaos, weil wir sind ja dabei, den Keller zu renovieren. Und wir haben jetzt hier, sehr gut, ja, haben es jetzt hier geschafft. Also so schaut es jetzt aus. Wir müssen allerdings noch die Leisten dran machen. Und ich habe da schon ein bisschen was gemacht. Ja. Und die sind jetzt fest. Da ist ein Eimer drauf. Da kann ich dann mit meiner besten Freundin eventuell weitermachen. Das sind Leisten, Schatz. Müssen wir mal gucken, wann. Ich habe nämlich die auch mit meiner besten Freundin gemacht, weil mein Mann fährt ja schon aus. Das ist eine Steckdose, ja. Komm, dann können wir wieder hochgehen. Na komm. Das ist ein Hammer. Er ist so neugierig. Ein Fahrrad? Ja, da ist ein Fahrrad. Okay, gut, kleiner Mann, dann können wir hochgehen. Eine Tür? Eine Tür. Es ist schon nervig und anstrengend, aber naja. ja, die habe ich nicht mit meiner besten Freundin dran gemacht, den einen Teil zumindest. Und dann haben wir gesagt, wir warten einfach, bis die wirklich komplett fest sind, dass wir dann die anderen weitermachen können. Weil mein Mann, der liegt ja aktuell flach. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann mache ich das einfach. Das ist ein Kindersitz, ja. Und habe ich gesagt, dann mache ich das einfach, damit ich ihm die Arbeit so ein bisschen abnehmen kann. Und was ist das? Weiß ich nicht. Das ist ein Wesen, steht, glaube ich, kleiner Mann. Und ja, wir machen das halt einfach peu à peu, Stück für Stück. Und das ist eine Tür. Und jetzt gehen wir einfach mal hoch und machen weiter in der Wohnung. Das ist ein Fenster, kleiner Mann. So, nicht hundertprozentig perfekt, aber zumindest, genau, aber zumindest schon mal ein bisschen sauberer als vorher. Genau. Jetzt habe ich dann noch das hier. Das kommt immer dahin. Ich finde, es schaut einfach auch total schön aus. Das ist Nee, deine Nonna ist noch nicht da. Das ist übrigens von meiner Oma. Und ich finde es total schön, deswegen bleibt es hier. Das ist meine Oma? Deine Oma? Deine Oma ist ganz woanders. Das tue ich jetzt mal hier rein. Das passt aktuell noch nicht in den Vorratsraum rein. Also da muss ich mal schauen, wie genau ich das mache. Und ich tue jetzt das da mal hier hoch, denn... Genau. Ja, genau. Da passt es auf jeden Fall besser hin. Bei uns gibt es heute nämlich Enchiladas. Diesmal nicht vegetarisch, sondern... Doch, es ist immer noch vegetarisch. Es ist immer noch vegetarisch, weil ich von Endori... Ja, kleiner Mann, du bist da unten, ich weiß, ich sehe es. Weil ich von Endori nämlich das Hack genommen habe. Also dieses Veggie-Hack hier. Und ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird. Manche Produkte von denen finde ich wirklich super vom Geschmack her als Ersatz, zum Beispiel die Nuggets, die liebt der Kleine, die sind wirklich, also die sind Bombe, muss ich sagen, die schmecken einfach wesentlich besser als auch die von Maggis. Was machst du hier unten? Hier da unten bist du. Ja. Was machst du denn da? Du kriegst was? Was suchst du denn? Mein Geld. Dein Geld? Du hast Geld? Ja. Dann musst du Miete zahlen. Nee, da kommst du nicht durch. Du musst Miete zahlen, sonst darfst du nicht durch. Zahlst du Miete? Ja. Gut, jetzt darfst du durch.
Oh Mann, ey. Noch einmal? Noch einmal? Okay. Jetzt hat Lefine dann bloß noch die Kidneybohnen. Mais! Ich wollte noch ein Mais holen. Mais! Mais! Ja! Ich habe hier leider nichts mehr hinbekommen, deswegen werden wir die jetzt einfach dann so nehmen, dippen und dann essen, bis das hier fertig ist. So, meine Lieben, wir haben jetzt halt die Enchiladas gegessen und ich muss sagen, es war echt sehr lecker. Man hat natürlich gemerkt, dass es kein, ja, wie soll man sagen, kein richtiges Hackfleisch natürlich gewesen ist und auch in dem Sinne kein Hackfleischersatz. Also vom Geschmacklichen her zumindest. Es kommt natürlich nicht so ran wie das Original. Aber ich finde, es ist dennoch, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend ist, es ist trotzdem geschmacklich gut gewesen. Also fand ich echt eine sehr gute Option und eine tolle Alternative, wenn man eben auf Fleisch verzichten möchte. Ja, wir werden jetzt halt wahrscheinlich noch ein kleines bisschen zocken. Der kleine Mann ist jetzt auch schon im Bett. Und deswegen würde ich mich an der Stelle hier auch verabschieden und das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo könnt ihr hier unten immer hinterlassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.